Ja, Park Webber. Ja, wir sind in Webber und letztens war der Vlog oder ja, mein Urlaubsvideo recht kurz von dem, was ich so gesehen habe. Und ich wette, das war nicht so gut und deshalb mache ich heute mal ein bisschen mehr. Und zwar habe ich mir vorgenommen, heute mal so möglichst viel mit euch zu unternehmen. Den ganzen Tag ja, so ein bisschen durch Webber rumzulaufen und euch zu zeigen, was ich so mache. Wir sind schon ein paar Tage hier, haben schon ein paar Sachen getestet und ich dachte mir, wisst ihr was, jetzt hole ich die Kamera raus und jetzt filmen wir das ganze Zeug mal. Papa, da ist so mein... So, hier Fred. Alhambra. Das ist wie mein Auto. Das kann er auch fahren. Mein Motor fährt auch nicht, man musste trampeln. So, wir haben uns mal ausgesucht, weil da irgendwo eine riesen Schlange war, durch Labyrinth zu laufen. Aber wo ist das Auto? Glashaus. Ja, nicht Glashaus, hier überall Spiegelhaus. Ey, das ist echt heftig. Guck mal, da ist Papa. Das ist echt heftig. YouTuber. Yes. So. Ich dachte gerade wirklich, da ist jemand anderes. Er sehe gar nichts. Ist geil, vor allem, wenn man erkennt nicht, wo hier die Scheibe ist. Das ist geil. Scheiße, Alter. Komm mal die Ecke hier. So, was haben wir denn? Da siehst du dich 20 Mal. Glas. Glas. Oh, hier kann man rein. Glas, Glas. Auch geil. Ah, hier ist noch eine. Wow, mega. Wie komme ich jetzt hier raus? Das ist echt ungewöhnlich, ey. Das ist, in so ein Ding muss man mal rein. Das ist echt nicht einfach hier raus. Oh, ich bin hier gegen den Spiegel gelaufen. Ich sehe hier die Kinder von, ey, ich sehe den Ausgang. Scheiße. Nein. Ach so. Warte, Spiegel? Spiegel? Hey, wo bist du? Ich habe den Ausgang gerade gesehen. Ja, wir sind im Spiegel. Hallo. Hier. Ach ja, hier, da ist der Ausgang, Leute. So, da. Da sehen wir den Ausgang. Moment. Ich hab ihn, ja. Aber wir sind falsch bestimmt. Nein, das ist der Ausgang. Okay. Ach da! Ah! Verdammt! Verdammt hier, ich bin schon fast voll gegen das Glas gelaufen. Nein! Ich muss sagen, ich war vor 7 Jahren hier oder so. Und das war schon recht geil. Und hat sich nicht viel verändert. Ist immer noch geil, ey. 7 Jahre später sieht alles immer noch aus wie am ersten Tag und ist gut besucht. Also dieser Park lohnt sich. Heilige Scheiße, was ist denn das? Oh mein Gott. Heute oder morgen auch noch mal hingehen. Auf jeden Fall bin ich da vor ein paar Jahren schon mal hingegangen. Da kann man das ein bisschen. Vor ein paar Jahren schon mal hingegangen und ich dachte, mir fallen die Beine ab. Da waren wir gerade schön mit Booten runter. Eine Wasserrutsche mit Booten. Sehr cool. Warte, Papi habe ich nicht. Papi muss sich. Papi muss sich umdrehen. Philipp, Maximilian. Selfie, Kinder gucken. Selfie! Maxi, was machst du? Du bist ein Scheißlenker. Nein, ich musste nach hinten. Warum hast du den Lenk? Deswegen lenke ich jetzt. Nein! Nein, Maxi, du kannst es nicht. Wenn die Kinder Anführer spielen. Maxi, willst du mal pedalieren?
werde seekrank. Echt? Ja, das hat sich. Ne? Warte, Max, du musst mal lenken und dann richtig rein. Jesus, Maria, ich bin. Yes. Ja, der rockt das Ding, wir gehen gleich unter. Ehrlich? Du machst gleich ein Loch im Boden. Ja, hört auf damit. Nochmal ein Selfie. Papa. Handy her. Papa! Und Dschungelmobil fährt direkt durch, ja. Dinos. Direkt bei den Dinos lang, ne? Gefährlich, ne? Welcher ist meiner? Mit welchem sind wir hier? Mit dem! Wir fahren in die Stadt mit so einer Elektrogondel. So, schnappen wir uns das nächste Fortbewegungsmittel. €55 die Stunde. 11 Euro. So, wird schon vorgesagt, 11 Euro die Stunde. Ja, nehmen wir direkt zwei Stück und machen mal ein paar Ründchen. So, jetzt wird Panzer gefahren. Rein einfach, irgendwo. Fahr rein. Echt? No, Max. Jetzt fahren wir erstmal. Fahren wir mit dem Panzer. Die Kinder sind vorne, die gucken raus. Thank you.
aber Klappen sind wohl mit Spiegeln, sodass man nicht direkt durchs Glas guckt, sondern über den Spiegel. Genauso wie, ich zeige euch das mal. So Leute, geile Sache, so einen echten Panzer, nicht irgendwas gemacht, ist so richtig echt. Knallt hinten raus, ey, voll geil. Und hier drin, na gut, funktioniert nicht alles, aber ist alles noch so richtig original geblieben. Echt Spaß gemacht, ey. Und morgen zu den Dünen. Jetzt muss man hier irgendwie runterkommen. Keine Autos. Wir fahren hier teilweise mit 100 Sachen lang. Geil, ne? Oh, hier ist warm drin, es scheint keine Kühlungsprobleme zu haben. Hier scheint alles zu funktionieren. Richtig geil. Jetzt sind wir schon Panzer gefahren und alles. Jetzt können wir eigentlich noch ein bisschen fliegen, oder? Nein, heute nicht. Typisch Ostsee, ey. Regnet heute wahrscheinlich den ganzen Tag. Also, wir sind hier in Weber, das sind Widme, sagt man dazu. Widme heißt Dünen und dahinten das Meer. Hier ist ein See, könnt ihr jetzt schlecht sehen, ja, das Wetter ist echt beschissen. Ich hole auch noch die Kamera raus. Ja, hoffentlich geht die nicht kaputt. Ich habe gerade auch noch einen Videoanruf gehabt. In den Regen, den musste ich hier jetzt eine Viertelstunde im Regen halten. Oh, naja, wie auch immer. Also, hier richtig geil. Hier kann man schön den Berg runter rutschen. Ich kann mich noch erinnern, früher, da war ich hier, da war der Hügel so steil. Da sind die mit Snowboards hier runtergefahren. Und man musste, um den Hügel hochzukommen, auf allen Vieren krabbeln. Jetzt ist das alles so ein bisschen abgeflacht. Ach so, aber hier, Wissenswertes über diesen Ort. Hallo, hallo. Ja, hallo, hallo. Wissenswertes über diesen Ort. Hier wurden zum Beispiel Ausschnitte von Fluch der Karibik gedreht. Die Mumie wurde hier zum Teil gedreht an diesem Ort. Deshalb ist das also, die sagen dazu Nationalpark. Ne? Also ist auch ein Nationalpark. Aber die schützen das, damit die Leute nicht darüber laufen, damit das möglichst originalgetreu bleibt, damit man hier zukünftig auch weitere Filme, so Wüstenfilme drehen kann. Schaut euch das mal an. Also, richtig heftige Dünen. So, alles schön frisch. Hier, da nach hinten, also über diesen Hügel, da standen wir gerade. Hier standen wir gerade und habt da gesehen, alles voller Dünen. Geiler Ort. Also, wir waren jetzt hier, eigentlich wären wir hier nicht rausgekommen, wegen dem Regen. Aber ich dachte, wisst ihr was, das muss ich euch mal zeigen. Und wenn man sowieso einmal hier ist, dann... Dann fährt man hier vorbei. Hier sind etliche Leute, ihr seht das, obwohl es regnet. Alle wollen das hier besuchen, denn sowas sieht man nicht alle Tage. Gut, man kann nach Gran Canaria, da zieht man sich halt auch die Wüste rein. Aber hier ein bisschen hügeliger, ein bisschen mehr von, ein bisschen mehr Sand, ein bisschen größer. So, verdammt, die Kamera komplett nass. Alles komplett nass. Ich hoffe, mein Equipment geht nicht gleich kaputt. Ich sehe schon, hier habt ihr Regentropfen auf der Linse. Leute, bis später. Hey!